Professor Wolfsohn hat stets ein klares Bild vor Augen. Als Publizist, als Wissenschaftler und als mutiger Gesellschaftsvisionär. Ich bin nicht unbedingt der stromlinienförmige Professor und gelte manchen als Querkopf. Und dass der Hochschulverband einen Querkopf wie mich auszeichnet, aber auch sieht, dass jemand wie ich versucht, Wissenschaft und Alltag miteinander zu verbinden, das macht mich glücklich. Diese Wohnanlage in Berlin-Wedding ist das Projekt seines Lebens. Vor Jahren hatte er hier eine Vision. Der alten Gartenstadt Atlantik mit ihren 500 Wohnungen wollte er neuen Schwung verleihen. Inzwischen hat er das geschafft und damit einen Kreis geschlossen. Es steckt viel Herzblut und viel Blut in der Atlantik, denn es ist deutsch-jüdische Geschichte im Allgemeinen. Es ist die Geschichte meiner Familie seit meinem Großvater, der die Atlantik mitgegründet hat. Das Erbe des Großvaters war eine Herausforderung für Professor Wolfsohn und seine Frau. Und sie haben diese Herausforderung angenommen. Entstanden ist ein Wohnprojekt mit Wir-Gefühl, sozial und kulturell zugleich. Die Schönheit der Atlantik, als ich sie im Jahre 2000 erbte, war in der Idee. Und die Idee ist großartig, nämlich humanes Wohnen und den Menschen nicht nur sozusagen Steine zur Verfügung zu stellen, sondern auch Möglichkeiten für Herz und Seele. Im Fokus dieses Kultur- und Integrationsprojekts die Kinder der Atlantik. Das Mittel zum Zweck Lernwerkstätten, zum Beispiel für Musik. Stopp. Ja. Super. Schiefe Töne, die den Professor glücklich machen. Denn sein Plan ging auf. Die Kultur ist im Kiez angekommen und die verschiedenen Kulturen auch. Die Atlantik gilt inzwischen als Vorzeigeprojekt für ein gelungenes Miteinander. Historisch gesehen ein schöner Schlussakkord. Und wenn ich die glücklichen Kindergesichter sehe, aus Milieus, wo Musik Lichtjahre entfernt ist, das ist doch unwahrscheinlich. Das heißt also, Kunst und Ästhetik sind der Kontrapunkt zur Realität für Randgruppen. Wenn ich dazu meinen Beitrag leisten kann, das ist doch viel schöner, als wenn ich das Geld ins Grab mitnehme.